Okay, das Spiel ist sehr, sehr schwer, sagt er uns gerade. Ja, ist schon recht unterhaltsam. Bam, 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 bam. Ja, das macht auf jeden Fall mal ziemlich viel Spaß. Jetzt müssen wir ein Feuerzeug hier irgendwie herkriegen. Also es ist auf jeden Fall, da muss ich auch sagen, es macht bestimmt Bock, wenn man mit mehreren Leuten. Before we can go through the gate, we need to find a special item. It's hidden in the map somewhere, so let's find it. Okay. Irgendwie habe ich Angst vor dem Typ. Also jetzt machen wir uns auf die Suche nach dem Special Item. Dem Feuerzeug, das brauchen wir, um die Map abzuschließen. Ja, ich bin einfach mal gestorben, weil ich auch die ganze Zeit meine Waffe nicht in der Hand hatte, bis ich jetzt rausgefunden habe, dass ich die weggepackt habe, ganz genau. So ein ziemlich geiles Arcade-mäßiges Spiel. So, I've been putting this booth together for the last couple of months. It's been crazy busy, but hopefully you enjoy it and it looks good. We've got 4-player local co-op. We haven't got online co-op, but we've focused on local because it's just so much fun, more fun playing with your mates in the same room. It should be out in the next couple of months. And then after Christmas there'll be DLC, more missions, more weapons, more packs. So it's kind of like arcade shooter, but there's RPG light elements as well. So you level up, you get better weapons. So it's basically Alien Swarm with comic look. In a way, yeah, but better, of course. Of course, better. Also Corby ist jetzt als einziger hier noch am Leben, versucht jetzt hier irgendwie das Level für uns zu beenden mit der Kettensäge in der Hand. Und ich würde sagen, wenn Corby sagt, das ist jetzt zu Ende und dann gehen wir weiter zum nächsten Stand. Ich glaube, es wartet noch einiges weiteres auf uns.